Der Clip ist das zweite Kapitel einer zweiteiligen Zusammenfassung einer siebentägigen Hausbootfahrt auf dem Rhein-Marne-Kanal. Teil 2 zeigt uns bei Sonnenschein die Kanalstrecke von Saverne nach Legard. Während der ersten drei Tage von Legard nach Saverne begleitete uns strömender Regen. Saverne ist eine kleine, überschaubare Gemeinde mit schönen Fachwerkhäusern. Das herausragende Bauwerk der Stadt Saverne ist das dem Hafen gegenüberliegende Schloss Rohan. Der heutige relativ kurze Tagesabschnitt führt uns von Saverne nach Lutzelburg. Die kurze Strecke ist gespickt mit 9 Schleusen. Auch wenn alle Schleusen automatisch gesteuert werden, die Seilarbeit muss händisch gemacht werden. Ja. Lutzelburg ist eine kleine Ortschaft mit 3 Anlegestellen. In den Jahren von 1883 bis 1953 gab es eine Schmalspurbahn, die von Lutzelburg nach Drillingen führte. Im Volksmund wurde sie Eselsbahn genannt. Die Bierstube, die Eselbahn, erinnert noch an die Schmalspurbahn. Die Lutzelburg ist eine bedeutende Burgruine aus der Staufenzeit. Die sogenannte Spornburg liegt auf einem sogenannten Bergsporn. Die Reste der erhaltenen Wohnbauten waren an die Ringmauer angelehnt. Man spricht von einer Randhausburg. Von der Burgruine hat man einen weiten Blick in das Tal des Zorn bzw. auf den Rhein-Marne-Kanal. Sowohl in Richtung Osten, Richtung Saverne, wie nach Westen, Richtung Legard. Der zweite Reisetag führt uns von Lutzelburg nach Hesse oder Ess. Während wir uns dem Schiffshebewerk von Arswille nähern, sieht man rechts das erste ehemalige Schleusentor der vormaligen Schleusentreppe von Arswille. 17 Schleusen bedeuteten, dass ein ganzer Tag zur Überwindung von ca. 44 Höhenmeter gebraucht wurde. Das Schiffshebewerk überwindet binnen 30 Minuten die Höhendifferenz. Dieses Bauwerk ist einmalig. Die Schiffe fahren in einen Wassertrog hinein. Der Trog setzt sich mit den Schiffen auf der schiefen Ebene in Bewegung. Der mit Wasser gefüllte Trog wiegt rund 900 Tonnen. Aufgrund der Konstruktion genügen 2 Elektromotoren von je 120 PS, um das Gewicht zu bewegen. Nach dem Schiffshebewerk sind 2 Tunnel zu passieren.
Der Tunnel von Aswila hat eine Länge von mehr als 2 Kilometer, genau 2306 Meter. Der folgende zweite Tunnel ist bedeutend kürzer. Zwischen den zwei Tunneln läuft parallel die Eisenbahnlinie Paris-Straßburg. Der Tunnel von Niederwila ist nicht ganz einen halben Kilometer, konkret 475 Meter lang. Der Rhein-Marne-Kanal ist insgesamt 293 Kilometer lang und verfügt über insgesamt 154 Schleusen. Das Teilstück Saverne-Lagarde ist mit seinem Schiffshebewerk und den zwei Tunneln sicher eines der interessantesten Teilstücke mit 22 Schleusen. Jedenfalls ist eine Hausbootfahrt entspannend und sicher kein Stress. Mit ca. 6 bis 8 Stundenkilometer ist für einen niederen Blutdruck und Ruhe gesorgt. Hesse oder Esch ist das heutige Etappenziel. Die Vorfreude auf einen gemütlichen Restaurantbesuch war rasch getrübt. Das im Kanalführer definierte Gasthaus ist schon längere Zeit geschlossen, die Bäckerei abgebrannt. Besuchenswert ist die Dorfkirche. Sie ist der Rest eines Benediktinerklosters aus dem 11. Jahrhundert. Von Hesse geht es weiter Richtung Saarkanal. Zuerst überqueren wir die Kanalbrücke über die Saar. Dann folgt eine Schmalstelle des Rhein-Marne-Kanals, eine 180-Grad-Schleife, die keinen Platz für einen Weg lässt.
bereits im ersten Clip erwähnt, die Bootsfahrt entspannt. Lässt die Seele baumeln, beruhigt. Contrexon wird eine kurze Pause eingelegt. Ein kleiner Bäckerladen im Ort gibt die Möglichkeit, sich mit frischem Parkett einzudecken. Anschließend machen wir einen kleinen Spaziergang auf dem Damm, der den Kanal vom Teich von Contrexon trennt. Nach einer längeren Bootsfahrt ist es erfrischend, sich die Füße zu vertreten. Kurzer Blick zurück zu den Logisten. Die ganze Zeit haben wir es tragen wie ein Monstranz, gell? Zum Abschluss des Tages fahren wir ein kurzes Stück den Saarkanal Richtung Norden. Der Saarkanal verbindet den Rhein-Marne-Kanal mit der kanalisierten Saar. Ursprünglich diente der Kanal als Verbindung zwischen den Steinkohlegruben im Saarbrücker Revier und dem Rhein-Marne-Kanal. Der Kanal sollte den Transport von Steinkohle aus den preußischen Gruben nach dem Elsass und in das Innere Frankreichs erleichtern. Die letzte Etappe führt uns wieder den Saarkanal zurück zum Rhein-Marne-Kanal und dann Richtung Lagarde. Der letzte Höhepunkt der Kanalfahrt ist die Schleuse von Rechicourt. Da Wartezeiten bis zu einer Stunde einzurechnen sind, ist es nicht uninteressant, sich ein bisschen umzusehen. Diese Riesenschleuse ersetzt eine ehemalige Schleusentreppe von insgesamt 6 Schleusen. Schleuseneinfahrt steht das alte Schleusenhaus, daneben ist die oberste Schleusenkammer zu sehen. Die Schleusentiefe beträgt 16 Meter.
Der letzte Abschnitt führt über den Teich von Rechikur. Nach dem Passieren der letzten Schleuse ist das Endziel erreicht, Lagarde.